Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One. Und ja, schauen wir noch mal, wie das Ganze hier weitergeht. Storytechnisch. Müssen wir dorthin und ich habe zuletzt irgendwie ein Piratensystem gemacht, irgendwie oder so, die Art, ne? Ja, und jetzt brauchen wir vermutlich wieder Geld. Oder immer noch Geld. Weil gewisse Aufrüstungen ordentlich Credits schlucken, ne? Ja, aber ich würde sagen, wir versuchen die Story weiterzumachen erst einmal. Sound mal etwas runter geregelt, weil ich da zumindest ein leichtes Clipping vernahm in der Nachbearbeitung. So, Piratensystem versuchen oder nicht, das ist die Frage, ne? Ja, glatt behaupten, ja, versuchen. Schauen wir mal. Aber vorher wird gespeichert. So viel steht nur fest. Wieder jemand, der Streit sucht? Das ist wohl ein bisschen laut, das Ganze. Ich werde wohl einfach mal die Gesamtlautstärke mal ein bisschen absenken. Dieses Piratensystem, das wird erstmal noch nichts, so viel steht mal fest. Da kriegen wir noch nichts gebacken. Zum aktuellen Zeitpunkt. So, jetzt war das aber tatsächlich ein bisschen viel, ne? Ah ja, die Sache mit der Loudness, ne? Alles nicht so einfach. Also machen wir das erstmal nicht. Und gucken eher, dass wir storytechnisch weitermachen können. Schauen wir mal, wie sich das verhält. Ah, erstmal Piraten wieder hier. Hm.
jetzt passe. Der Terraner ist direkt hinter uns. Ja, auch wieder ein bisschen Money, ne? Ansonsten müsste ich wohl mal schauen, dass ich doch noch mal ein bisschen weiter aufrüste, dass wir eine höhere Klasse erreichen, und dann brauchen wir noch mal wieder mehr Geld, um die Waffen aufzurüsten. Sieht, ist das dann nicht ganz so einfach, dieses Spiel. Na. Gucken, wie weit können wir denn springen hier. 4 Lichtjahre können wir wohl gerade, ne? So. Dies und das. Aktuelle Schiffsstufe 5. Energieklasse. Ich kann die Waffenklasse verbessern. Ja gut, dann würde ich sie eher wegpusten, ne? Aber das war's auch. Das so Sinn macht. Das wage ich mal im Moment zu bezweifeln. Mal in die Handelsstation. Gleich wieder mit Fails hier. Naja. Hatte ich nicht mal einen besseren Landecomputer eingebaut? Bisher wohl nicht. Naja. Jedem ehrlosen Verkäufer von Videospielen wird noch am Tatort die rechte Hand abgehakt. Erzsammler. Tja, den braucht man wohl, ne, um Erz zu sammeln. Ermöglicht den Abbau von Rohstoffen in Meteoritenfeldern. Das ist definitiv eine Sache, die wir brauchen. Früher oder später, ne? An alle! Mangels Frachtern gibt's momentan keine Begleitschutzaufträge. Energiesammler. Okay. Ist jetzt nicht so teuer, kann man sich mal gönnen, ne? Hier Wirtschaftsstelle. Alkoholkonsum ist in den Tagen des Rituals gestiegen und hat die Preise in die Höhe getrieben. Ja, nun. Man kann doch sicherlich den alten verkaufen. Ja, und wir haben schon einen besseren Landecomputer, der ist noch nicht verbunden, ne? So. Ja. So, da ging doch schon wieder was.
Wo können wir denn jetzt hin? Dorthin. Meldungsstelle informiert. Seit Aufhebung des Blutracheverbots haben Waren aus dem Bereich der Medizin Hochkonjunktur. Handel hat bereits reagiert. Und 6 Lichtjahre könnten wir kaufen, wenn wir das Geld dafür hätten, ne? Naja. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall wohl Geld verdienen, so viel steht mal fest. Ich glaube, sonst kommen wir da drüben von dem einen System nicht zum anderen rüber. Aber erstmal wieder mal mit Piraten zu tun. Ja, so verdienen wir auch wieder Geld, ne? Kann man ja machen. Das ging flott, ne? Tja, ich würde sagen, wir müssen mal eigentlich eher zur Handelsstation und uns mal mit Aufträgen beschäftigen, die uns Geld einbringen. Das wäre ja mal was. Ja, das Spiel ist halt etwas aufwendiger. Meldungsstelle informiert. Forschungsgroßauftrag des Militärs wurde bewilligt. Es ist mit einer Verknappung an Forschungsartikeln zu rechnen. Um mal gesehen zu werden. Ordentliches Kopfgeld, das klingt gut. Das werden wir annehmen. Aber vorher speichere ich das ab, vernünftig. Die Station übernimmt keine Gewähr über die Sicherheit von... Wir probieren das mal mit einem ordentlichen Kopfgeld. Dass man da mal Moneten rankriegt, ja. Kühn oder dumm? Hierher zu kommen schreit nach Ärger. Mehr Ärger, als du vertragen kannst. Meinst du? Du bist erledigt! Die Schilde haben sich verabschiedet! Okay. Das ist übel. Wir müssen also irgendwie einen Ort finden, wo es nicht zu schwierig wird, Geld zu verdienen. Die Station übernimmt keine Gewähr über die Sicherheit von Schmuggelwaren. Transport und so. Tja, müssen wir dafür wohl noch in ein System zuvor zurück und dort irgendwie Geld verdienen, weil das hier schon zu schwer ist, ja. Schiff erbittet Landeerlaubnis. Tja, mag so sein, ne? Ich hab da jetzt noch nicht so den Masterplan, wie man jetzt hier am besten vorwärts kommt. Jetzt haben wir jedenfalls erstmal wieder mal Piraten am Geiern hier. Aber ist ja auch nicht schlecht, weil das Geld brauchen wir auf jeden Fall. Komm.
Boom. Tja, dann erst einmal darüber. Wir müssen halt erstmal so einige Sachen aufrüsten, ne? Und erstmal Geld dafür verdienen. Wieder einmal Piraten, ja? Na, dann kommt mal her. Wir brauchen das Geld sowieso. Meine. Und mit dem 6 Jahre Feldantrieb kommen wir nämlich nicht von hier irgendwie dort rüber. Und hier können wir ja gerade nicht, ne? Das ist das Ding. So. Selbst wenn da doch noch was anderes ist, brauchen wir erstmal Moneten, um nochmal zu gucken, was wir so aufrüsten können. Station und dann geht es quasi auch schon wieder bald in die nächste Folge. War jetzt nicht so erfolgreich, diese Folge, aber das bleibt bei dem Spiel wahrscheinlich nicht aus. Octo-Geleitschiff an Flugkontrolle. Weshalb die Verzögerungen? Okay. So, speichern wir das eben. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkstar One. Mach's gut, oder besser.